Guten Abend, meine Damen und Herren. Guten Abend, liebe Schülerinnen und Schüler. Obwohl das Sturmtief Xaver in Norddeutschland eine Spur der Verwüstung hinterließ, engagierten sich Schülerinnen und Schüler aus Schleswig-Holstein sowie in vielen anderen Bundesländern für den guten Zweck. Im Rahmen des Spendenmarathons 100 Stunden für syrische Flüchtlinge, den die Jugendhilfsorganisation Schüler helfen Leben initiierte, beteiligten sich hunderte Schülergruppen mit verschiedenen Formaten. So wurden Kuchen gebacken und verkauft, Weihnachtsbasare und Konzerte veranstaltet. Der Erlös kommt einem Projekt von Schüler helfen Leben zugute, das sich in syrischen Flüchtlingsregionen in Nordjordanien mit dem Ausbau und der Materialausstattung dortiger Schulen befasst. Und ich muss sagen, das ist schon ziemlich cool. Wenn auch Sie dieses Projekt für syrische Kinder und Jugendliche unterstützen möchten, die aufgrund des Bürgerkrieges fliehen mussten, dann bitte spenden Sie.